Hallo und willkommen zur Woche 3 des Jahres 2017 mit den Kinostarts am 19. Januar. Ja, der 19. Januar ist kein guter Tag, was Kinos angeht. Ich habe mal wieder nichts gefunden, was mich interessieren würde. Deswegen geht es auch gleich weiter zu den Blu-rays, beziehungsweise der einen Blu-ray diese Woche. Nämlich ist das Flüstern des Meeres. Der letzte Film, der mir in meiner Studio Ghibli-Sammlung noch gefehlt hat. Und da wir ja mangels anderer Filme heute ein bisschen mehr Zeit haben, werde ich hier mal meine komplette Studio Ghibli-Sammlung kurz vorstellen. Aber zunächst erstmal Flüstern des Meeres, Ocean Waves. Tja, ein ziemlich simpel gestrickter Film, also natürlich Zeichentrick, wie Ghibli-typisch. Auch Ghibli-typisch, wie ich finde, gute Qualität, was die Zeichnungen angeht. Ist aber allerdings eher so ein, ich sage jetzt mal, alltäglicher Film, weil es gibt keinerlei Fantasy-Elemente da drin. Es geht schlicht und ergreifend um eine Gruppe Jugendlicher, beziehungsweise drei, zwei Jungs, ein Mädel, die in ihrem letzten Schuljahr sind. Und das Mädel, das kommt frisch in die Schule und ja, irgendwie sind die beide so ein bisschen in die verknallt oder so. Jeden Fall so eine etwas ein bisschen undurchsichtige Dreiecksgeschichte entspinnt sich da. Nichts Dramatisches, aber ist halt eher dieses typische Teenager-Gedöns, was diese Jahrgänge angeht. Und das wird auch nicht groß ausgewalzt. Der Film ist mit knapp etwas über 70 Minuten sehr kurz. Und ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als den besten Ghibli-Film bezeichnen. Es ist halt ein, ja, jetzt mal ganz netter Film im positiven Sinne. Aber man darf hier halt nicht den Fehler machen und was sowas Episches erwarten, wie so manch anderer Ghibli-Film zu bieten hat, auf die ich ja noch gleich komme. Deshalb trotzdem die Blu-ray der Woche, weil die einzige, Flüstern des Meeres. Und jetzt, wie gesagt, eine kleine Retrospektive, was Studio Ghibli angeht, weil die sind ja auch nun nicht mehr aktuell am Produzieren. Den genauen Stand weiß ich gar nicht. Aber die Rede war wohl davon, dass das Studio bis auf Weiteres wohl keine Kinofilme mehr produzieren wird. Finde ich persönlich schade, weil es ist ja doch die ein oder andere Perle dabei gewesen. Sicher sind diese Art von Filmen nie jedermanns Geschmack, aber gerade was die Älteren angeht, die mit normalen Zeichentrickfilmen halt überhaupt nichts anfangen können, da ist doch der ein oder andere Ghibli-Film dabei, der an ein deutlich älteres Publikum gerichtet ist. Also fangen wir mal an mit dem ersten Film von 1986, der eigentlich noch gar kein Studio Ghibli-Film ist, sondern keine Ahnung. Auf jeden Fall war das der Auslöser, beziehungsweise damit hat man sich das Studio dann finanziert. Das ist Nausicaä aus dem Tal der Winde. War auch einer der ersten Filme in meiner Sammlung. Der kam auch ziemlich früh raus, also als Blu-ray. Und deutet schon mal die Richtung an, wo es in den meisten oder in vielen späteren Ghibli-Filmen hingeht, nämlich Mensch gegen Natur. Und auch wenn es ein sehr frühes Werk war, nach wie vor, wie ich finde, einer der besten Ghibli-Filme. Dann kam 1986 Das Schloss im Himmel raus. Den müsste ich mir mal wieder angucken, weil so recht kann ich mich gar nicht mehr an den Inhalt erinnern. Außer, wie gesagt, dass es quasi eine Stadt in den Wolken, um die es da geht. Habe ich aber zumindest nicht negativ in Erinnerung. Dann kamen 1988 gleich zwei Filme raus, nämlich einmal Mein Nachbar Totoro. Das ist eigentlich ein Film für die etwas jüngeren Zuschauer, weil mein Geschmack war es nicht so. Anders verhält sich es bei dem zweiten Film, der 88 rauskam, nämlich Die letzten Glühwürmchen. Das war eigentlich der erste Ghibli-Film, den ich überhaupt gesehen habe. Der ziemlich hart ist. Geht es um einen Jungen mit seiner kleinen Schwester, die versuchen in Japan während des Krieges zu überleben.
Und der ist nichts für zart beseitete und schon gar nichts für Sechsjährige. Ich glaube, ab sechs ist der auch freigegeben. Da hätte die FSK durchaus ein bisschen sensibler sein können. Wieder was für die etwas Jüngeren gab es 1989, nämlich Kikis kleiner Lieferservice. Das war ein sehr netter Film. Geht es halt um eine junge Hexe, die von zu Hause auszieht und in der Stadt unterkommt und versucht da ihr eigenes kleines Geschäft zu eröffnen, indem sie Waren transportiert. Und da sie eine Hexe ist und auf ihrem Besen reiten kann, ist halt die schnellste von allen, also von allen Lieferservicen. Aber sie merkt dann halt auch, dass das alles nicht so einfach ist. Also Kikis kleiner Lieferservice war ein richtig schöner Film. Dann kam 1991 Tränen der Erinnerung raus. Da geht es halt um eine junge Frau, die Urlaub auf dem Land macht und während der Zeit sich daran erinnert, wie es war, als sie noch ganz jung war, 10 oder so. Also ein eher realistischer Film, sage ich jetzt mal. Weniger realistisch ging es ein Jahr später, 1992, zu. Da kam Porco Rosso raus. Den fand ich auch sehr lustig. War zwar als Komödie eigentlich gedacht, aber es geht halt um einen Kampfpiloten, der nach dem Krieg dann irgendwie aus der Armee austritt und irgendwie zu einem Schwein wird und dann halt als Kopfgeldjäger weitermacht. Als fliegender Kopfgeldjäger. Den fand ich, wie gesagt, auch sehr schön. Dann hätten wir den vorhin schon vorgestellten 1993er Flüstern des Meeres. Da sage ich jetzt nichts mehr zu. Dann 94, die haben da quasi im Jahrestakt Filme rausgebracht. Da gab es dann Pompoko. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Da geht es um so eine, sagt man da, Rudel, also so eine Gruppe Marderhunde. Ich glaube, hier wird man sie Waschbären nennen. Die leben da in ihrem Wald und der Wald soll dann plötzlich abgeholzt werden wegen einem neuen Stadtgebiet, was erbaut werden soll. Und diese Marderhunde, die haben irgendwie aus uralten Zeiten magische Kräfte, wo sie sich verwandeln können. Und die fangen dann an, diese Baumaßnahmen zu sabotieren. Also auch ein sehr schöner Film. Dann gab es 1995 Stimme des Herzens. Das ist einer, den müsste ich mir auch noch mal angucken. Da ist die Erinnerung etwas schwammig, um was es da eigentlich geht. Ich weiß nur noch, dass da so ein Katzenbaron auftritt, der später noch einen eigenen Film bekommt. Also quasi so eine Art Fortsetzung ist dann später. Den müsste ich mir aber, wie gesagt, noch mal genauer angucken, um da noch mehr zu sagen zu können. Dann gab es 1997 eigentlich den Ghibli-Film schlechthin, der auch das Studio wirklich dann weltweit bekannt gemacht hat, nämlich Prinzessin Mononoke. Der spielt halt in Japan im Mittelalter und diese Prinzessin, die ist halt bei Wölfen aufgewachsen. Und da geht es dann auch wieder um das Thema Mensch gegen Natur, denn die Menschen, die dringen da immer weiter in die Wälder hinein und Tier und Wald wehren sich dann quasi. Es gibt dann eine nette kleine Schlacht. Also der Film bietet im Prinzip alles, was Ghibli ausmacht. Und ist, wie gesagt, auch einer der bekanntesten. 1999 kamen denn meine Nachbarn, die Yamadas. Den hatte ich ja erst vor kurzem hier. War nicht so richtig mein Fall, weil es da eigentlich geht zwar um diese Familie Yamada, aber das ist keine wirklich durchgehend erzählte Handlung, sondern immer nur so häppchenweise aus dem Leben dieser Familie. Das Zeichenstil ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sehr einfach gehalten. Ist also nicht unbedingt mein Fall gewesen, aber hat trotzdem den ein oder anderen netten Einfall. Dann kam 2001 der nächste ganz große Ghibli-Film, nämlich Chihiros Reise ins Zauberland. Wenn ich mich recht erinnere, ist das auch der einzige Ghibli-Film, der einen Oscar bekommen hat. Den fand ich persönlich nicht schlecht, aber
Ich konnte mich den ganzen Film über mit diesem Mädchen Chihiro nicht so richtig anfreunden. Das war mir immer irgendwie ein bisschen unsympathisch. Ich weiß gar nicht warum, aber da habe ich schon ein bisschen meine Probleme mit gehabt. Was schade ist, weil der Film ansonsten vor originellen Einfolgen nur so strotzt. Also was die Kleine da so alles erlebt und was für Figuren da drin auftreten, das ist schon. Da wurde schon wieder einiges in den Film gepackt. 2002 ging es dann wieder etwas kleiner zur Sache und gemächlicher, nämlich das Königreich der Katzen. Da tritt der vorhin schon erwähnte Baron wieder auf. Das ist wieder eher so ein Film für die jüngeren Zuschauer. Der handelt halt davon, dass ein Mädchen einem Kater das Leben rettet und als Dank wird sie halt ins Königreich der Katzen eingeladen und soll dann da mit dem Katzenprinzen vermählt werden. Und dabei verwandelt sie sich nach und nach immer mehr selber in eine Katze. Aber sie will halt am Ende nicht wirklich in dem Katzenreich bleiben. Ist auf jeden Fall ein recht kurzer und sehr einfacher Film, will ich jetzt mal sagen. 2004 kam dann das Wandelnde Schloss raus. Der gehört auch zu den Filmen, die ich mir mal wieder angucken müsste. Also halt, soweit ich mich erinnern kann, ist am Anfang ein junges Mädchen, das in eine alte Frau verwandelt wird und die arbeitet dann als Putzfrau in diesem Schloss, was rumlaufen kann. Also auch wieder recht fantasievoll das Ganze. Auch ein nochmal Anguckfilm sind die Chroniken von RC, der 2006 rauskam. Den kriege ich jetzt handlungsmäßig auch gar nicht mehr zusammen. Ich weiß nur, dass am Ende eine ziemlich beeindruckende Schlacht war. Da gab es dann wohl auch Drachen und dergleichen. Dann kamen wieder zwei etwas leichtere Filme raus, nämlich 2008 Ponyo, das große Abenteuer am Meer. Da geht es halt um einen kleinen Goldfisch, der unbedingt ein Mensch werden will. Er wird dann irgendwie an Land gespült oder so und wird dann von einem Jungen gerettet. Und die freunden sich dann halt an, also Goldfisch-Mensch-Beziehung. Den nächsten Film, der kam dann 2010, das war Arrietty, die wundersame Welt der Borger. Die Borger, die sind halt ganz kleine Wesen, die unter so einer Bodendiele von so einem Haus wohnen. Also im Prinzip wie Menschen, nur halt zigfach kleiner. Und die dürfen halt nicht gesehen werden von Menschen, aber das passiert dann halt hier doch. Also auch ein sehr netter Film. Und da sind wir schon bei 2011 mit dem Film Der Mohnblumenberg. Der hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Es ist halt wieder ein Film, der eher so im Realistischen spielt. Und ein Großteil des Films dreht sich darum, dass so ein paar Jugendliche versuchen, das Abreißen von so einem Clubhaus zu verhindern. Beziehungsweise die bauen das dann wieder auf. Also. So richtig ist er mir nicht in Erinnerung geblieben, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, wo ich den gesehen habe. Dann gab es 2013 wieder zwei Ghibli-Filme. Zum ersten war da Wie der Wind sich hebt. Das ist der letzte Film des Ghibli-Mitbegründers Hayao Miyazaki. Der hat wohl schon immer ein Faible für Flugzeuge gehabt und als letzten Film, den er machen wollte, hat er sich halt das als Thema genommen. Geht halt um einen Jungen, der immer davon träumt, Flugzeuge zu bauen und später wird er dann auch Flugzeugkonstrukteur. Und es kommen halt noch diverse Schwierigkeiten dazu, wie Krieg und Krankheit und so. Also ein sehr erwachsener Film. Hat mir auch sehr gut gefallen. Auch 2013 gab es dann noch die Legende der Prinzessin Kaguya. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass das so mein Bereich ist, weil die Zeichnungen da auch wieder etwas einfacher gehalten sind. Aber gerade hier finde ich, passt das wunderbar. Hier braucht man allerdings ein bisschen Sitzfleisch. Der Film ist mit
137 Minuten, glaube ich, der längste Ghibli-Film. Und man muss sich halt, wie gesagt, am Anfang erst an den Zeichenstil gewöhnen. Und auch sonst ist es etwas ruhiger inszeniert, das Ganze. Es ist halt ein durch und durch japanischer Film. Das sind eigentlich alle Ghibli-Filme, aber gerade hier, wie man so liest, basiert es wohl auf einer alten japanischen Sage mit dieser Prinzessin. Und da können die Japaner mit Sicherheit mehr mit anfangen. Aber wie gesagt, mir hat er auch ganz gut gefallen. Auch gut gefallen hat mir der letzte Film, den Studio Ghibli rausgebracht hat, nämlich 2014, Erinnerungen an Mani. Ist auch noch nicht so lange her, wo ich den hier vorgestellt habe. Ein sehr schöner Abschluss, wie ich finde. Da geht es halt um ein Mädchen, das ist Asthma krank und wird aufs Land geschickt von den Eltern. Und da gibt es dann auch so ein Landhaus, das aber eigentlich verfallen ist. Aber das Mädchen, das trifft dann da die, ich glaube, gleichaltrige Mani und die freunden sich an, aber in Wirklichkeit ist Mani gar nicht da. Und mit Hilfe von einem Tagebuch kommt dann nach und nach raus, was sich hinter dieser Mani verbirgt. Also ein richtig toller Film. Und wenn das wirklich der letzte Ghibli-Film gewesen sein soll, dann finde ich, ist ein ganz ordentlicher Abschluss. Ja, und damit sind wir durch. Hat jetzt nun doch länger gedauert, wie ich dachte, obwohl ich eigentlich zu den einzelnen Filmen so gut wie nichts gesagt habe. Das ist also meine kurze Studio Ghibli-Zusammenfassung. Ja, nochmal alle auf einen Blick. Nicht gerade wenig und auch nicht unbedingt billig. Wobei ich hier immer drauf gewartet habe, dass die mal im Angebot waren, weil standardmäßig, wenn man im Laden guckt, kriegt man die unter 25 Euro überhaupt nicht. Zumindest die aktuelleren. Aber Amazon hat ja manchmal ein Einsehen und reduziert dann und wann mal die Preise. Ja, damit wäre ich durch mit meiner Ghibli-Sammlung und ich hoffe mal, dass es nächste Woche auch wieder einen Kinotipp gibt und ich vielleicht noch die ein oder andere Blu-ray hier vorstellen kann. Aber bis dahin soll es das erstmal gewesen sein.